Jahrtausende lang war das Erzgebirge unberührte Natur, bestehend vor allem aus dunklem, schier undurchdringlichem Wald. Siedelnde Menschen kamen erst im Mittelalter. Für Glasmacherei und Bergbau brauchten sie Wasser. Also wurden über die Jahrhunderte viele Gräben und Teiche angelegt. Später kamen, um den Menschen Trinkwasser zu geben und Mensch und Natur vor Überschwemmungen zu schützen, große Talsperren hinzu. All dieses Wasser hat eine neue, abwechslungsreiche Kulturlandschaft geformt mit verschiedensten Lebensformen. Im großen Einzugsgebiet der Talsperren Flaje und Rauschenbach gibt es immer noch viel unberührte Natur mit seltenen Pflanzen und Tieren. Oben in den Hochmooren des Erzgebirges nimmt der Lauf des Wassers seinen Anfang. Hochmoore speichern große Mengen von Regenwasser, das später ins Tal fließt. Entsprechend weich ist der Boden, aber Pflanzen wie das scheidige Wollgras und die Moorbirke sind genau an diese Bedingungen angepasst. Früher wurden viele Moore trockengelegt, vor allem um Torf abzubauen. Heute dürfen sie sich wieder ganz natürlich entwickeln. Auch sie fühlen sich im Hochmoor wohl. Birkhühner. Zur Balz kommen sie heraus. Da geht es um Sehen und gesehen werden. Nur die auffälligsten und stärksten Hähne haben Chancen bei den Hennen. Birkhühner sind im Erzgebirge selten geworden. Aber im obersten Einzugsgebiet der Talsperren Flaje und Rauschenbach finden sie noch Schutz und Lebensraum. Schützenswert sind auch die vielen Bergwiesen des Erzgebirges, denn hier gibt es seltene Pflanzen und Tiere. Im hohen erzgebirgischen Gras fühlt sich zum Beispiel eine stark vom Aussterben bedrohte Vogelart wohl. Der Wachtelkönig. Ihn gibt es häufiger, aber man sieht ihn selten, denn der Raufußkauz scheut das Licht. Seine Zeit beginnt nach Einbruch der Dunkelheit. Dann ist es um manche Maus geschehen. Am wohlsten fühlt sich der Raufußkauz in Nadelwäldern und Mischwäldern. Rund um die Talsperren Flaje und Rauschenbach gibt es viele davon. Das abwechslungsreiche und artenreiche Leben dieser Region soll bewahrt werden. Deshalb gibt es hier Naturschutzgebiete, Vogelschutzzonen und natürlich Trinkwasserschutzgebiete. Denn nicht nur Pflanzen und Tiere sollen geschützt werden, sondern auch das Wasser, von dem Sie und wir Menschen leben.